Vor der Praxis die Theorie. So mussten sich die jungen Kursteilnehmer vor Beginn der Praxis am Sonntag von den Ausbildern des ADAC einweisen lassen. Alle hatten beim Gewinnspiel Fahrsicherheitstraining junge Fahrer, gemeinsam veranstaltet von der Fahrschule Franke und dem Wir Siegen DE-Team, gewonnen. Und hier waren sie nun, die 24 Gewinner des Gewinnspieles. Nun ging es auf den eigentlichen Übungsplatz. Ups, Regen, Regen und nochmal Regen. Aber auch der Dauerregen am Sonntagnachmittag konnte die gute Laune von den 24 Gewinnern und Gewinnerinnen auf dem Verkehrsübungsplatz in Olpe nicht vermiesen. Los ging es mit einfachen Fahrübungen. Es ist natürlich immer sinnvoll, dass junge Fahranfänger auch mal in Extremsituationen das Bremsen üben, das Ausweichen üben. In der Fahrschule bekommen sie Basics beigebracht und hier wird es halt verfeinert. Es folgten weitere praktische Beispiele der Ausbilder, wobei auch die Teilnehmer gefordert wurden. Sie mussten Bremswege einschätzen und staunten bei manchen Beispielen nicht schlecht, welche Auswirkungen möglich sind, wenn man anstatt der erlaubten 50 in der Stadt dann doch mal 70 fährt. Fahranfänger sich halt auf sicherem Gelände das Bremsen aneignen, das Ausweichen aneignen können und auch, dass die, wenn sie meinen, sie könnten gut bremsen oder würden gut bremsen, dann auch einen Aha-Effekt haben. Das geht ja doch nicht so in so geringem Abstand, wie wir das denken. Und dann ging es erst richtig los. Unsere jungen Fahrer und Fahrerinnen wurden Schritt für Schritt richtig gefordert. Erst mussten sie durch eine Wasserwand fahren. Im Anschluss ausweichen. Letztendlich wurden die Fahrzeuge ins Schleudern gebracht. Hier die Ansicht von innen. Ja, gut. Und von außen sah das dann so aus. Eins fiel auch den Außenstehenden auf. Mit jeder Übung wurden die Fahranfänger am Ende sicherer. Sie erlebten mit ihren Fahrzeugen Extremsituationen, beherrschten dann aber unübersehbar diese Situation am Ende immer besser. Und so soll es ja auch sein. Mit Sicherheit gehen wir davon aus, dass dieses Training für junge Fahrer recht eindrucksvoll für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen war und die jungen Menschen so einiges mit nach Hause genommen haben. Und wenn es so ist, freuen sich die Fahrschule Franke und das Wir Siegen Team dazu beigetragen zu haben, die Straßen etwas sicherer zu machen.